Morgen und vielen Dank an Martin für die erneute Einladung. Jetzt kannst du da noch aus dem Bild gehen. Ja, ich bin der Lars A. Fischinger. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Präastronautik, mit den Mysterien der Vergangenheit, mit den Rätseln der Geschichte. Und das seit September 1989 intensiver, als man das so als Kind oder Teenager gemacht hat. Und das sind jetzt schon über 30 Jahre. Und heute habe ich als Thema gewählt Unbekanntes aus Fernost, also den asiatischen Raum. Und der größte Mythos im asiatischen Raum ist natürlich der Himalaya, das Gebirge. Und es soll jetzt nicht, was man da im Bild sieht, um den Bigfoot gehen, beziehungsweise den Bigfoot, der heißt ja im Himalaya wie Schnee, Mensch, Yeti, sondern um diverse mysteriöse Vorgänge in Sachen UFOs in der Vergangenheit, die man so interpretieren könnte. Und da fange ich mal an mit einem Forscherpionier, der nennt sich Nikolas Röhrig. Und er war ein russischer Forscher, ein Maler, Schriftsteller und ein Weltreisender, der vor allen Dingen den asiatischen Raum bereist hat. Indien, Himalaya, Tibet, Sibirien sehr viel. Und das war ein Pionier der Erforschung von Fernost bzw. Zentralasien. Es war kein Verrückter. Er wurde dreimal für den Nobelpreis vorgeschlagen und hat auch verschiedene Institute gegründet in Asien zur Erforschung und Erhaltung der Kultur des alten Indien. Hat sehr viele Anerkennungen bekommen und hier ist besonders hervorzuheben, es gibt eine UN-Konvention zur Erhaltung von Kulturgütern im Konfliktfall. Das heißt, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, ihr wisst natürlich alle, zum Beispiel im Irak der Krieg oder mit dem IS, dass da verschiedene Kulturgüter ja zerstört wurden. Und diese UN-Charta ist auf seinen Mist gewachsen, um es mal so zu sagen. Er hat sie ins Leben gerufen, ich glaube 1954. Und wenn man sich so die Berichte seiner Expeditionen so durchschaut, was er so alles erlebt hat und wie er so bei seinen Reisen mit den Einheimischen und mit den Yogis bzw. den Lamas dort gesprochen hat, was sie ihnen so alles erzählt haben, das ist schon wirklich sehr verblüffend. Er hat zum Beispiel in seinem Buch A Dope of Light, eins seiner vielen Bücher, die er geschrieben hat, über seine Reisen im Jahre 1947 hat er es veröffentlicht, hat er so beschrieben, was ihm die Weisen in Tibet bzw. Bhutan und im Himalaya-Gebiet so erzählt haben, und zwar über die Bewohner von Shambhala. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Die Schreibweise, da habe ich es mit SH geschrieben, die Schreibweise variiert. Aber das ist ja so ein mythisches Land. Einige sagen, es ist im Inneren der Erde und was es da alles so gibt. Aber die Bewohner, so haben es die Weisen ihm dort erzählt, seien unzählige. Es würde also unzählige Bewohner dieses mythischen Landes geben. Und diese Bewohner dieses Landes würden neue Errungenschaften und neue Kräfte für die Menschheit vorbereiten. Das heißt also, sie wären technologisch weiter fortgeschritten als die Menschheit. Und das würde dann irgendwann mal der Menschheit offenbart werden. Und da fragte dann der Röhrig bei seiner Reise diesem Lama, ja, sind das neue Energien so als Geschenk für die Menschheit? Da gibt es ja viele Spekulationen in Sachen freie Energie und so etwas. Ja, aber der Lama antwortete ihm nur, das sind unzählige große Dinge, die vorbereitet werden. Leider hat er, wenn man sich in seinem Reisebericht das so weiter durchliest, nicht nochmal nachgefragt. Würden wir da uns mit einem unterhalten, irgendwo im Himalaya, würden wir natürlich nachbohren und nachfragen. Aber dieser Lama hat ihm noch andere Dinge dort erzählt in den 1930er Jahren. Wie gesagt, dieser Bericht erschien erst 1947. Aber er hat ihm erzählt, dass heilige Schriften, welche ist auch leider wieder nicht genau genannt, Wissen enthalten über die Bewohner der fernen Sterne. Und da hätte man sich eigentlich damals schon in den 1930er Jahren fragen sollen, was sind denn das für Bewohner der fremden Sterne? Heute sagen wir einfach pauschal Außerirdische oder Aliens meinetwegen oder spirituelle Geistwesen gibt es ja auch, solche Interpretationen. Aber dieser Lama hat ihm auch noch erzählt,
er wisse von, beziehungsweise diese Bewohner vom Shambhala wissen von fliegenden Stahlvögeln. Das haut uns jetzt nicht so vom Hocker. 1947 gab es natürlich Flugzeuge, fliegende Stahlvögel, das war bekannt. Das wird auch wohl den Yogis bzw. Lamas in Himalaya bekannt gewesen sein. Aber er wusste auch von eisernen Schlangen, die den Weltraum mit Feuer und Rauch verschlingen. Das war in den 1930er Jahren eigentlich noch Zukunftsmusik. Da hat es noch keine Raumfahrt gegeben. Das klingt für mich wie einfache Raketentechnologie. Stählerne Schlangen, eiserne Schlangen, wie eine Rakete mit Feuer und Rauch, fliegen die in das Weltall. Das hat es damals noch nicht gegeben. Wieso erzählt ein Lama diesen, das muss ich nochmal betonen, diesen sehr anerkannten Tibet-Forscher bzw. Asien-Forscher solche seltsamen Geschichten? Ja, vor über 100 Jahren hat es eine UFO-Massensichtung gegeben. Das ist jetzt ein anderer Fall quasi. Und UFO-Massensichtung in Anführungszeichen, da dieses Wort UFO oder UAP sowieso da nicht vorgekommen ist. Aber etwas Erstaunliches habe sich zugetragen. Und zwar während einer Expedition in den Jahren 1924 bis 1928. Die ging durch die Wüste Gobi, durch Sibirien und die Mongolei, Tibet. Und dann haben mindestens 10 Teilnehmer seiner Expedition etwas Seltsames am Himmel gesehen. Und zwar heißt es dort, wir alle sahen in einer Richtung von Norden nach Süden etwas Großes und Glänzendes, das die Sonne reflektierte wie ein riesiges Oval, das sich mit großer Geschwindigkeit bewegte. Als es unser Lager überquerte, änderte dieses Ding seine Richtung von Süden nach Südwesten und wir sahen, wie es im strahlenblauen Himmel verschwand. So hat das in seinem Reisebericht Attila Himalaya 1929 veröffentlicht. Was mag das für ein Objekt gewesen sein, das diese Zeugen da vor über 100 Jahren im Himalaya am Himmel haben fliegen sehen, was auch die Flugrichtung änderte. Und es flog nicht irgendwie so rasend schnell über den Himmel, sondern die hatten auch noch Zeit, ihre Ferngläser zu nehmen, um sich dieses Objekt genauer anzuschauen. Und sie sahen nochmal deutlich eine ovale Form und dass es eine glänzende Oberfläche hatte, die quasi reflektierte vom Sonnenschein, also den Sonnenschein reflektierte. Da kann man viel spekulieren, was mag das alles gewesen sein? Waren es vielleicht die klassischen Himmelslaternen, Teillaternen, die ja auch vor schon einige Jahre her auch in Deutschland für viele UFO-Meldungen sorgten und hin und wieder heute noch sorgen. Ich glaube, die sind auch in Deutschland aber verboten. Waren das solche Teillaternen? Die müsste er als Experte für Asienreisen ja eigentlich gekannt haben. Auf diese Teillaternen oder Himmelslaternen, Glückslaternen komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Eigentlich ein Fall, da kann man spekulieren, drüber diskutieren, war es ein unbekanntes Flugobjekt, was wir heute als UFO bezeichnen oder nicht. Gut, ein anderer Vorfall aus dem 19. Jahrhundert, im Jahre 1884, gab es auch seltsame Erscheinungen am Himmel, auch wieder im Himalaya-Gebiet, und zwar von einem sehr weit verbreiteten, anerkannten buddhistischen Zen-Meister, der nennt sich Huso Jun. Hier habe ich ihn so Huso Jun geschrieben, die Schreibweise variiert hier auch mal wieder. Und das ist ein wirklich bis heute sehr hoch verehrter buddhistischer Meister gewesen, der hatte viel Anhänger in Taiwan, in Vietnam, aber auch in anderen Bereichen. Und er hat natürlich auch eine Biografie geschrieben, Empty Cloud heißt diese Biografie, die erschien jetzt 1988 in Englisch. Die vorherige Version ist chinesisch, weil er ist ein Chinese gewesen, der übrigens angeblich mit 115 Jahren das Zeitliche dann segnete und verstorben ist. Und er beschreibt etwas Seltsames, und zwar tanzende Kugeln, die er in China 1884 gesehen hat. Und zwar schreibt er, dass er auf den Berg Dua Lau gestiegen ist. Auch dieser Berg hat verschiedene Namen, aber in dieser Ausgabe nennt er ihn Dua Lau. Und da gibt es sogenannte Weisheitslampen, die am Himmel erschienen ist. Und er sagte so, er meditierte, dass sie sich zeigen mögen, aber sie zeigten sich nicht. Erst am Folgetag haben die sich seien sie erschienen. Und schreibt er, ich sah einen großen Ball aus Licht vom Norden zum zentralen Peak fliegen, also den Berggipfel.
wo es runterkam und sich kurze Zeit später in mehr als 10 Bälle von unterschiedlicher Größe teilte. Auch das, wie gesagt, das war im Jahre 1884. Auch das lässt sich eigentlich von der Beschreibung her quasi 100 Jahre später oder über 100 Jahre später in die Moderne übertragen. Das ist ja quasi eine mehr oder weniger klassische UFO-Sichtung, was immer da auch hintersteckte. Aber er schreibt noch weiter, dass er in der gleichen Nacht über diesen Berg nochmal 3 Lichtbälle gesehen hat in der Luft, die hoch und runter flogen, also quasi auch eine Flugbewegung machen und nicht nur einfach mit dem Wind geflogen sind. Ja, und es gibt noch einen zweiten Bericht, es gibt nämlich noch einen zweiten Band seiner Biografie, eine bebilderte Biografie. Und da enthält, da ist auch dieser Bericht drin enthalten und der ist ziemlich ähnlich. Und da schreibt er auch, dass es mindestens 10 solcher Flammenbälle waren, beziehungsweise dass es das in mindestens 10 solcher Bälle geteilt hat und die hätten unterschiedliche Größen gehabt. Wenn man hier so denkt, vielleicht war es ja ein Asteroid oder so ein Meteor, eine Sternschnuppe, komme ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, klingt eigentlich nicht so, denn in der dritten Nacht hat er diese seltsamen Feuerbälle erneut gesehen und auch sie flogen wieder auf und ab und es wären auch unterschiedliche Größen gewesen und hatten halt so entsprechende Flugmanöver, wenn man sich so nennen möchte, dort vollführt. Und UFO-Hotspot habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt. Er notiert auch, dass die Menschen zu diesem Berg bzw. zu diesem Berggipfel quasi öfter hinpilgern, um zu sehen, ob diese Balls of Light, wie er sie auch nennt, diese Lichtbälle, ob sie denn erscheinen und ob die sie dann Glück bringen, wenn man sie sieht, dass sie halt Glück bringen. Das klingt ein bisschen nach diesen chinesischen Glückslaternen, die ja auch hier unten einmal abgebildet sind, diese Himmelslaternen. Aber interessanterweise kamen diese seltsamen Lämpchen, diese Lichter erneut zurück, und zwar während der in den Jahren 1902 und 1903. Und da schreibt er auch, dass er unzählige dieser himmlischen Lichter gesehen hat, die mit Glanz und diesen Weisheitslampen verwandt seien, die er vorher, Jahre zuvor, an diesem anderen Berg schon gesehen hat. Hier notiert er also klar, es war nicht das Gleiche, sie waren nur verwandt damit. Ja, naheliegende Erklärung, wie ich gerade sagte, ja, Himmelslaternen, müsste er sie als buddhistischer Meister nicht gekannt haben? Und wieso teilen sich Himmelslaternen? Optische Täuschung, atmosphärische Störung, war es ein Feuerball, waren es Feuerbälle, Boliden, Meteore oder waren es einfach nur Sterne, die er am Himmel gesehen hat, die extrem erleuchteten, die er falsch interpretiert hat und als Himmelslaternen, Weisheitslaternen gedeutet hat. Aber warum sollten die sich auf einmal teilen? Auch das werden wir niemals erfahren. Aber auch das ist alles geschehen, bevor, so wie wir alle, wie hier sitzen, oder auch die Mainstream-Medien ja seit einigen Jahren, von dem Phänomen der UAPs und unerklärliche Erscheinungen am Himmel gesprochen haben. Also hier glaube ich nicht, dass eine dieser Interpretationen, dieser Erklärungen zutrifft. Eine Erklärung habe ich natürlich auch nicht. Man kann den guten Mann ja nicht mehr fragen. Aber gehen wir noch weiter in die Vergangenheit zurück, quasi in dem Bereich der Präastronautik. Da können wir ja sowieso keine Zeugen mehr fragen. Denn hier bewegen wir uns ja in den Bereich der Mythen und Legenden. Und eine in Japan sehr, sehr weit verbreitete Legende handelt von einem Urashimo Taro. Da gibt es diverse Variationen der Sagen und Legenden, die von diesen guten Herren erzählen. Und da heißt es in einer Version dieser Legende, dass er eines Tages, er war ein Fischer, am Strand spazieren gegangen ist und da hat er Kinder gesehen, die eine Schildkröte gequält haben. Sie haben also quasi irgendwie so massakriert, mit Stöcken draufgeschlagen oder so. Und er hat dann gesagt, ihr Kinder, ihr seid doof, ihr seid böse, macht das nicht, geht weg. Dann habe sich die Schildkröte in eine Prinzessin verwandelt. Eine andere Version der Legende sagt, dass er direkt eine überirdische Prinzessin, das war nämlich die Tochter eines Gottes, direkt am Strand getroffen hat. Aber auf jeden Fall heißt es dann in der Legende, dass er sich natürlich erstmal unsterblich, wie sich das gehört für so eine Legende, in diese Himmelsprinzessin, in diese göttliche Prinzessin verliebt hat und sie hat gesagt, du bist echt netter, ich nehme dich mal mit zu dem
Tempel, zu diesem Palast, zu diesem Schloss meines Vaters. Und so hat er dann eine Reise angetreten, und zwar zum Palast des Drachenkönigs, wie er in einer Version dieser japanischen Legende genannt wird. Und der hat sich aber nicht irgendwie außerhalb der Atmosphäre des Planeten befunden, wie es ja viele Legenden gibt, so über Himmelfahrten, sondern er ist mit ihr ins Meer hinabgestiegen. Deshalb habe ich ja hier auch Unterwasserbasis der Götter geschrieben. Und da hat sich ein Reich befunden, ein Palast mit Böden aus Perlen oder Böden aus Glas, wird auch gesagt. Und da habe er dann drei wunderbare Tage verbracht. In einer anderen Version heißt es 3 Jahre, ein kleiner Unterschied. Aber auf jeden Fall habe er dort eine gewisse Zeit verbracht. In dieser Unterwasserbasis von diesem Drachenkönig, in diesem Palast aus Perlen oder aus Glas. Und irgendwann hat Taro gesagt, jetzt habe ich genug vom Feiern. Es wurde ja viel gefeiert dort, wie es in der Legende heißt. Ich möchte wieder nach Hause. Seine göttliche Prinzessin, in der er sich verliebt hat, hat gesagt, nein, eigentlich möchte ich dich nicht weglassen, aber okay, wenn du zurück in deine Welt willst, dann geh du mal, aber ich gebe dir noch mal etwas mit. Und zwar ein Kasten. Und in diesem Kasten war etwas drin, was er nicht wissen durfte. Er durfte diesen Kasten auf gar keinen Fall öffnen. Aber sie hat ihn dann verabschiedet, hat ihm noch eine Schildkröte mitgegeben, quasi als Shuttle. Shuttle steht natürlich nicht in diesen Legenden, die man übrigens auf Japanisch und Englisch im Internet findet. Aber da hat er sich auf diese Schildkröte gesetzt und ist dann mit dieser Schildkröte von diesem Unterwasserpalast wieder an die Oberfläche geschwommen, gefahren, wie man das nennt, und daheim im Dorf angekommen, wo er herkommt, sein Fischerdorf, war irgendwie völlig alles anders. Alles war fremd und er hat nichts mehr wiedererkannt, und sein Haus, wo er herkommt, und seine Familie und seine Angehörigen, alle waren unauffindbar. Und das kam mir schon mal sehr seltsam vor. Und auch sehr seltsam sind eigentlich die Interpretationen der japanischen Künstler, die ihr hier seht. So haben sie sich das vorgestellt. So sei er dann wieder quasi in den Bereich der Menschen gekommen, von diesem Unterwasserpalast. Aber natürlich hat er dann eines Tages, als er da sein Dorf und seine Angehörigen gesucht hat, einen Mann getroffen, einen älteren Herrn, und er hat ihm gesagt, vor 300 Jahren sei ein Fischer, genau mit seinem Namen, verschwunden am Strand. Er hat also quasi, vielleicht waren einige von euch hier, ich hatte ja letztes Jahr einen Vortrag gehalten über den Ostfaktor und vorher auch schon mal in Reisen in die Anderswelt, solche Geschichten, dass irgendjemand quasi durch überirdische Wesen eine Zeitanomalie erfährt. Meistens sind es in den Legenden immer gleich hunderte von Jahren. Gibt es in Deutschland, gibt es überall, gibt es schon in altjüdischen Schriften. Aber dass es gleich 300 Jahre waren, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Es gibt andere Versionen der Legende, sagen, er sei gleich 700 Jahre weg gewesen. Eine andere Version sagt, es waren auf jeden Fall wenigstens 200 Jahre. Ich bin überzeugt, nichts davon stimmt. Aber er hat irgendwie eine Zeit, wenn ein wahrer Kern hinter dieser Legende steckt, eine Zeitanomalie erfahren, quasi ein Zeitverlust, da kann man ja wieder auch in der UFO-Forschung viel drüber spekuliert. Und da war er natürlich auch betrübt darüber, dass er quasi jetzt nicht nur seine Liebste verloren hat, die in dem Unterwasserpalast ist, sondern auch seine Angehörigen und so. Das gibt es auch in europäischen Sagen und Legenden, da wird auch so etwas erzählt. Also hat er dann mal die Kiste aufgemacht. Und in dieser seltsamen Kiste, die er eigentlich gar nicht öffnen durfte, hat sich auf einmal so eine komische Wolke herausgebildet, und die sei dann quasi in den Himmel gestiegen, und er guckte so, das Bild hier unten rechts soll das ein bisschen zeigen und darüber, und er ist dann sofort gestorben, denn in dieser Kiste habe sich sein Leben befunden. In der Nähe vom Rhein, in der Nähe von Köln gibt es eine sehr ähnliche Legende, auch da stirbt einer, ein Mönch, der angeblich durch die Zeit gereist ist, mit göttlicher Hilfe, dann ganz plötzlich, als ihm klar wurde, was passiert ist, durch dieser Zeitanomalie. Und das öffnet ja immer, gerade im Bereich der Präastronautik und meinetwegen auch UFO-Forschung, Tür und Tor über Spekulationen. Gab es da schon solche Vorfälle, die wir heute vielleicht sogar als UFO-Entführung deuten würden, dass die Menschen jetzt nicht 300 Jahre in die Zukunft reisen, aber einen Zeitverlust litten, was dann langsam in die Märchen- und Sagenwelt hineingedrungen ist, in die Folklore. Und heute haben wir so eine Geschichte über eine Zeitreise von 300 Jahren, weil einer irgendwie in einem seltsamen gläsernen Palast sich aufgehalten hat.
Ich sehe da auf jeden Fall Parallelen. Genauso sehe ich Parallelen bei dieser chinesischen Geschichte über den chinesischen Adam, also den ersten Menschen auf diesem Planeten. Ich nenne ihn mal einfach Goldjunge. Und zwar gibt es da Legenden, verschiedene Legenden in China über die Schöpfung. Man muss ja natürlich sehen, China ist riesengroß. Es gibt unglaublich viele Volksstämme und hier ist es wirklich sehr schwer, eine Legende dingfest zu machen. So ist sie tatsächlich im Kern erzählt worden, weil diese gleiche Legende ist dann bei einem anderen Volk völlig anders erzählt und man kann kaum noch erkennen, dass es sich um die gleiche Geschichte handelt. Aber da wird natürlich dann beschrieben, es hat eine Schöpfung gegeben aus dem Chaos, es wurden die fünf Elemente erst erschaffen, dann wurde der Planet erschaffen und so weiter. Und natürlich wurde dann auch irgendwann mal der erste Mensch erschaffen durch göttliche Fügungen. Der heißt nicht Adam, ich nenne ihn nur Chinas Adam. Und der erste Mensch war ganz alleine auf diesem Planeten und hat dann irgendwann mal zum Firmament geguckt und sah die Sterne und er fand die super cool und das war alles wunderschön. Und irgendwie fiel ihm auf einmal ein seltsamer Stern auf. Denn dieser Stern habe sich irgendwie seltsam bewegt. Ein großes Gestirn in der Mitte des Firmaments sei es gewesen, der begann zu kreisen. Und dieser Stern hatte es tatsächlich in sich, denn da war ein fremdes Wesen drin. Es heißt in dieser Legende, aus dem leuchtenden Sternbild aber senkte sich ein glänzender Strahl zur Erde und vor dem erstaunten Menschen stand ein Wesen, eines mit ihm von Gestalt und doch anders und am ganzen Leib von goldener Farbe. Deshalb hatte ich da vorhin Goldjunge geschrieben. Der Goldfarbene aber beugte sich zu dem Menschen herab und liebkoste ihn. Also da kam quasi mit einem Strahl ein goldenes Wesen von Menschengestalt vom Himmel, laut dieser Legende, und hat gesagt, hallo, erster Mensch, ich komme vom Himmel und liebkoste ihn und sagte so, hallo und guten Tag. Aber er lehrte ihn auch allerlei Weisheit, und zwar sich aus Kräutern ein Gewand zu machen, und um seinen bloßen Leib zu bedecken, da sehe ich ein bisschen was mit dem Alten Testament nach dem Sündenfall, als quasi Adam und Eva sich dann auch irgendwie aus Ästen und aus Blättern was machten zum Anziehen. Aber er gab ihm dann den Namen der gelbe Alte. Hier variiert es mal wieder ein bisschen. Die chinesischen Kaiser und Urkaiser berufen sich darauf. Aber er zeigte ihnen auch, wie man sich Nahrung herstellt. Und er erklärte ihnen den Lauf der Gestirne, den ein Jahr dauernden Weg der Sonne und des Mondes. Er hat ihn also quasi auch in Astronomie unterrichtet. Eine Geschichte, die wir weltweit in den Mythen finden. Das ist dieser klassische Lehrmeister vom Himmel, der ja in der Präastronautik oft dahingehend interpretiert wird, hier haben wir ein Wesen von den Sternen oder mehrere Wesen von den Sternen, die den Menschen Wissen und Weisheit brachten. Ja, überirdisches Wesen oder goldglänzendes Wesen, so wird es in anderen Texten über diesen ersten Adam auch erzählt. Ja, abschließend, ich weiß gar nicht, wie lange ich, ja, geht ja noch. Abschließend habe ich noch ein paar kuriose Sagen zusammengefasst, da ich nicht zu sehr überziehen will. Und ihr seht rechts so mal die Quellen, die ich dazu benutzt habe. Verschiedene Sammlungen von Märchen und Sagen aus dem Fernosten. Und da gibt es eine kuriose Geschichte aus China. Da wurde ein Mann von einem Drachen verschleppt. China ist klar das Land der Drachen, aber dieser Drache sei ihm in einer Wolke gekommen und habe ihn entführt durch den Himmel. Ist hier ein wahrer Kern? Kann sein, muss nicht sein. In Japan habe ein Kobold einen Krieger in einen seltsamen Schlaf versetzt. Ein tiefender, betäubender Schlaf sei dies gewesen. Zauberschlaf heißt es auch. Und hat diesen dann auch entführt. Also hier haben wir quasi auch einen Vorläufer der UFO-Entführungen von heute. Fremde Wesen verschleppen Menschen. In Indien gibt es ein Mythos, eine Geschichte, die ist wirklich, allein von dieser Geschichte könnte man einen ganzen Vortrag machen, die ist sehr, sehr lang. Und zwar, ein Gärtner hat ständig morgens gesehen, dass der wunderschön von ihm gepflegte Rasen und Garten irgendwie seltsame Spuren auf wie so platt gedrückt waren. Er sagte, mein Gott, warum maloche ich ja eigentlich? Am nächsten Tag ist alles wieder kaputt. Also hat er sich irgendwann mal in einem Busch versteckt, auf die Lauer gelegt und da kam ein seltsames Gefährt, ein Gefährt, vom Himmel und sei dann auf diesem Rasen gelandet und habe ihn dann mitgenommen. Es dauerte einige Zeit, bis es
bis es wiederkam, aber er hat es tatsächlich erwischt, dass es da gelandet ist, und das war verantwortlich für diesen plattgedrückten Rasen, den er so liebevoll gepflegt hat. Ja, und er hat ihn dann mitgenommen zu den Sternen und sogar zum Mond. Denn auf dem Mond hat es ja sowieso offenbar eine hohe Betriebsamkeit gegeben. Es gibt in China, aber auch in Indien und Japan Geschichten über Menschen, die zum Mondpalast mitgenommen wurden. Er sei aus Kristall und Glas gebaut worden, genauso das, was wir vorhin bei diesem Mythos hatten, unter Wasser, mit dieser Unterwasserbasis in Anführungszeichen. Aber da haben Mondmenschlein gewohnt und es sei ein Palast gewesen der Weiten und Kälte. Und es gibt auch eine Geschichte, da wurde dann einer mitgenommen, der musste dort Pflanzen anpflanzen, also quasi einen botanischen Garten auf dem Mond anlegen. Das ist eine sehr umfangreiche Mythologie, die ist zum Beispiel in dem Buch Mondmärchen zu finden von 1979, das ist in Warschau erschienen, allerdings auf Deutsch. Das ist wahnsinnig interessant, was da für Geschichten erzählt werden. Und es ist ja so, dass in der Erforschung des UFO-Phänomens ja durchgehend immer wieder Fotos, Aufnahmen des Mondes, aber auch des Mars, dahingehend interpretiert werden, ob hier Spuren von Außerirdischen zu finden sind. Wenn dem so ist, wussten das schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden die verschiedenen Völker, die sich solche Geschichten, naja, mehr oder weniger ausgedacht haben. Ich sehe, ich habe etwas überzogen, aber damit sage ich mal vielen Dank. Eine kurze, knappe Zusammenfassung von kuriosen Legenden, die man modern interpretieren könnte. Damit sage ich mal Dankeschön. No. Gerade die Mythologie, wahrscheinlich werden euch viele von euch werden sich auch mit präastronautischen Thematiken beschäftigt haben und so. Und man braucht ja nur ein x-beliebiges Buch aufzuschlagen. Ich habe zum Beispiel vorhin ein kleines Cover eingeblendet. Das ist die Barbara C. Sproul. Die hat zwei Bücher veröffentlicht. Schöpfungsmythen der westlichen Welt und Schöpfungsmythen der östlichen Welt. Die gibt es auch recht günstig als Taschenbücher. Wenn man sich da mal diese Mythologien anguckt, weil interessanterweise hat sie dann auch immer verschiedene Variationen dort übersetzt und abgebildet. Das ist unglaublich, was man damit, wie der Däniken immer sagt, mit moderner Brille gelesen hinein interpretieren könnte. All das sind keine Beweise, aber für mich sind das immer Hinweise, dass wir doch tatsächlich, naja, quasi nie alleine waren. Da möchte ich kurz nochmal drauf eingehen. Ihr seht ja den lustigen, zotteligen Yeti da im Bild, übrigens ein Bild von einer KI erstellt. Es gibt Interpretationen und auch Legenden aus dem Himalaya-Gebiet, dass der Yeti nicht einfach ein Überbleibsel ist aus unserer Evolution vom Homo sapiens, sondern dass der Yeti ein überirdisches, spirituelles Wesen ist, das, naja, aus einer Anderswelt kommt, vielleicht Shambhala oder so. Auf jeden Fall, dass es ein überirdisches Wesen ist, nicht ein rein biologisches Wesen. Auch solche Geschichten werden über diesen Yeti erzählt. Das glaube ich weniger. Wenn es so ein zolliges Wesen dort gibt, dann wird es wahrscheinlich eher ein Artverwandter von uns sein. So, hier. Ja.